Man kommt nicht aus dem Bett und kommt nicht in die Hufen. Lustlos, antriebslos. Es ist halt für mich auch irgendwie, es ist schöner, wenn ich noch länger schlafen kann. Ne, Paula, wir müssen immer ein bisschen mehr uns ranhalten. Wenn es schon am späten Nachmittag dunkel wird, schlägt der Lichtmangel bei rund 20% der Menschen in Deutschland aufs Gemüt. Antriebslosigkeit, ein erhöhtes Schlafbedürfnis und Heißhunger sind Anzeichen für eine Winterdepression. Eine Lichttherapie und Bewegung im Freien können helfen, erklärt uns Professor Ohlmeier. Er ist Chef der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Kassel. Wir Mediziner nennen das eine saisonale Depression. Und die Besonderheit an dieser Depression ist, dass sie tatsächlich immer in der dunklen Jahreszeit, also im Herbst und im Winter, phasenhaft gewissermaßen auftritt und im Frühjahr wieder verschwindet. Krank also durch Dunkelheit? Und das wiederum steht in Verbindung mit unserem Hormonhaushalt. Licht ist ja für den Menschen natürlich was Essentielles. Das ist wichtig. Das weiß jeder Mensch eigentlich aus subjektiver Erfahrung. Eine spezielle Rolle in diesem Hormonstoffwechsel spielt dabei das Melatonin. Das ist deshalb wichtig, weil es ein Hormon ist, was den Schlaf anstößt und was im Winter vermehrt gebildet wird. Dem gilt es entgegenzuwirken. Wer es schafft, auch im Winter jeden Tag eine Stunde bei Tageslicht rauszugehen, bekommt selbst an trüben Tagen genug Licht, um der Winterdepression zu entgehen, so der Experte. Denn Licht fördert das Glückshormon Serotonin. Es wird Licht benötigt, was auf die Retina, also auf die Netzhaut des Auges scheint. Das bedeutet konkret, wenn man sehr viel Licht aufnimmt, dass es zu relativ wenig Melatoninbildung kommt und damit sekundär zu einer erhöhten Bildung von Serotonin. Und damit hat man quasi einen Schutzfaktor vor depressiven Symptomen. Da die Lichtintensität im Winter insgesamt geringer ist, wird nicht nur nachts, sondern auch tagsüber mehr Melatonin ausgeschüttet. Diesen Mangel versucht das Gehirn durch eine gesteigerte Lust auf Süßes auszugleichen. Kekse und Schokolade liefern den Gehirnzellen wieder mehr Serotonin. Weniger kalorienreich ist dieser Prozess mit Hilfe der Tageslichttherapie. Dafür gibt es spezielle Lampen, die ein weißes Licht von sich gibt, und zwar in einer Stärke von ungefähr 10.000 Lux. Büros haben in der Regel 600 bis 1.000 Lux bei normaler Beleuchtung. Genauso die meisten Lampen zu Hause. Selbst bei wolkenreichem Himmel ist der menschliche Körper im Freien mindestens 1.500 Lux ausgesetzt. Bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung zwischen 2.500 und 10.000 Lux. Genau diesen Bereich versuchen Tageslichtlampen abzudecken, um dieselben Effekte wie die des echten Sonnenscheins hervorzurufen. Man setzt sich also vor diese Lampe in einem Abstand von 30 bis 50 Zentimeter idealerweise für eine halbe Stunde. Die Augen müssen geöffnet sein. Wichtig deswegen, weil ja die Zellen auf dem Augenhintergrund, auf der Retina sozusagen das Licht empfangen müssen, damit dieser Effekt entsteht. Tipp: Nicht abends, sonst lässt sich schlecht einschlafen, sondern morgens die Tageslichtlampe benutzen. Und um einen gewissen Rhythmus zu entwickeln, sollte die Anwendung möglichst im gleichen Zeitfenster stattfinden. Währenddessen lässt sich arbeiten, lesen oder essen. Das ist sehr gut untersucht von der Universität in Vancouver, die den Effekt der Lichttherapie sogar im Vergleich zu antidepressiver pharmakologischer Therapie untersucht haben und zu sehr guten Ergebnissen gekommen sind. Das macht man etwa 2 Wochen und der Effekt der Behandlung, nämlich die Verbesserung der Stimmung, das ist ja das Zielsymptom, um das es geht, wird in der Regel nach 7 bis 10 Tagen spürbar besser. Es ist ein spezielles Verfahren für die saisonale Depression. So erhält sich unsere Gemütsstimmung selbst in der dunklen Jahreszeit.